ihr Lieben, es ist Samstagabend und ich dachte mir, ich mache jetzt einfach weiter mit dem nächsten Buchvideo. Wir sind ja jetzt schon in dem letzten Teil der Siedlerreihe angekommen. Ich meine in den letzten 4 Büchern, also das ist jetzt aufgeteilt. In den ersten Büchern ging es um die ersten Personen, Marty und Clark Davis und deren älteste Tochter, also die von Clark. In einem zweiten dicken Buch, wo habe ich die denn jetzt? Irgendwo da hinten stehen schon. Ging es um Belinda überwiegend. Und jetzt geht es um Belinda und ihre Familie. Also die hat ja Andy geheiratet und so. Und hat jetzt 5 Kinder. Und es geht auch tatsächlich um Belinda und um ihre mittlere Tochter Virginia. Ich habe euch ja letztes Mal vorgelesen, wer jetzt denn alles mittlerweile zur Familie Davis gehört. Wer noch da ist, wer dazugekommen ist. Und jetzt geht es mit dem ersten Kapitel los. Das erste Kapitel fängt damit an, dass Virginia, die ist jetzt 14 Jahre alt, zu spät nach Hause kommt. Also Belinda und Andy, die erziehen ihre Kinder sehr streng, aber auch sehr liebevoll. Das Problem ist, dass Kinder mit so 13, 14 Jahren auch nicht so einfach sind. Ich kann da jetzt ein Lied davon singen. Ich habe 3 schon durch diese Phase durch und der 4. ist gerade mittendrin. Ne? Raphael ist 13, bald 14. Und in diesem Alter sind die Kinder, naja, es verändert sich so vieles in ihnen. Ihr Körper verändert sich, auch im Kopf findet ein Kampf nach dem anderen statt. Kenne ich noch von mir selber sogar. Da fangen die Erwachsenen, schwierig zu werden. Ne? Die Erwachsenen sind dann auf einmal die größten Spaßbremsen, erlauben nichts, was die anderen anscheinend alles dürfen und so weiter und so fort. Und in dieser Phase ist gerade Virginia. Ne? Also so, mein Vater hat dazu gesagt, ni ryba, ni mäsa. Also nicht Fisch, nicht Fleisch, sozusagen. Ne? Also irgendwo dazwischen. Und so ist es bei Virginia genau jetzt. Und sie kommt nach Hause zu spät von der Schule, weil sie nicht das gemacht hat, was ihre Eltern ihr immer sagen, sondern ihren Kopf wieder mal durchgesetzt hat und ist einfach mit ein paar Freunden in die Eisdiele gegangen und Eis gegessen. Also vielleicht wäre sie sonst nicht mitgegangen, aber diesmal haben ein paar Jungs die Mädchen eingeladen auf ein Eis. Ja, und dann sagt man ja nicht nein. Man will ja dazugehören. Das ist ja auch noch das Problem von Virginia, ein großes Problem, das tatsächlich auch ein paar Mal zum richtig großen Problem wird in diesen Büchern, in diesem Buch vor allem im ersten, dass sie zu der einen gewissen Clique gehören möchte. Und ja, sie kommt jetzt nach Hause und dann geht sie. Stuhl auf der Veranda sitzen. Sie konnte nicht einfach vorbeigehen, das wäre unhöflich gewesen. Schnell drehte sie sich zu seinem Zaun um und beobachtete, wie sich der alte Mann mit schmutzigen Händen die Erde von der Hose klopfte und langsam aufrichtig. Seine blassen Augen starrten sie unter der Hutkrempe ab. »Sollten Sie denn schon in Ihrem Garten arbeiten, Mr. Adamson?« Sie rutzelte leicht die Stirn. »Der Boden ist doch noch fast gefroren. Bestimmt tut es Ihrer Gicht nicht gut, wenn Sie auf den kalten Boden knien. Sehen Sie mal, da liegt noch immer ein wenig Schnee.« Ihr besorgtes Schelten zauberte ein Lächeln auf das Gesicht des alten Mannes und ließ die müden Augen lebendig werden. »Du redest genau wie deine Mama«, erwiderte er gutmütig. Ja, Belinda hat ihre Kinder wirklich so erzogen, erzieht die Kinder so, dass sie immer aufmerksam sind, höflich und sehr nett und zuvorkommend, vor allem so älteren Menschen gegenüber. Und der alte Herr Adamson, der ist seit einiger Zeit Witwer geworden, seine Frau ist verstorben und seitdem ja, versucht er alles selber zu machen, klappt natürlich nicht so ganz und er weiß natürlich alles, was da jetzt nebenan so mit den Kindern und so vorgeht. Und ach so, was wirst du denn dieses Mal deiner Mama erzählen? Fragte er schließlich mit
verschwörerischer Stimme. Sie zögerte. Wieder fragte sie sich, woher so viel über sie wusste. Er schien sogar ihre Gedanken lesen zu können. Ja, die anderen Kinder, ich sag mal Jugendliche in ihrer Klasse, in ihrer Schule oder in der Nachbarschaft, die sind nicht so nett. Die schimpfen immer wieder über den alten Herrn oder betiteln ihn als ekelhaft und komisch, machen dann ihre Späßchen auf seine Kosten, vor allem wenn er sie hören kann und so weiter. Und das kann Virginia nicht nicht verstehen, da spielt sie auch nicht mit. Aber ja. Ein Blick in Mr. Adamsons Gesicht erinnerte sie daran, dass er noch immer auf ihre Antwort wartete. Sie schluckte. Die Entschuldigung, die sie sich für ihre Verspätung ausgedacht hatte, wirkte jetzt so töricht. Selbst in ihren Ohren, was würde ihre Mutter dazu sagen? Ich war bei Jenny, brachte sie schließlich verlegen heraus. Jenny, dieser kleine Rotschopf, der immer über die Dummheit anderer Leute lacht? Virginia nickte. Ja, so konnte man ihre Freundin Jenny beschreiben. Und was habt ihr zwei dieses Mal wieder ausgeheckt? Fragte er direkt. Wir, ein paar Freunde hatten ein bisschen Geld, wir sind in die Milchbar gegangen. Ein Eis? Ja, Virginia seufzte. Ja, sie unterhalten sich das so eine Zeit lang und dann geht Virginia nach Hause. Zu Jenny. Jenny ist ein Mädchen, das neu in die Stadt gekommen ist vor kurzem, mit ihrem Vater, der da jetzt in dieser Stadt eine kleine, ja, so Stadtzeitung rausgebracht hat. Ja, und diese Jenny, die hat jetzt keine Mutter, ihre Mutter hat sie verlassen, ist mit einem anderen abgehauen und hat die Kleine, also damals, keine Ahnung, wie alt die damals war, bei ihrem Vater gelassen und der Vater kommt damit nicht so gut klar, er trinkt auch mal zu viel und wird dann auch grob und so weiter, ne? Ja, sie unterhält sich noch, das ist jetzt Jenny und die bringt Virginia oder auch viele andere in der Clique, die hat das Sagen. Jenny ist eine bestimmende kleine Person mit Rotschopf, wie hier der Herr Adamson gesagt hat, und sie bestimmt immer, wo es lang geht. Sie hat immer das Sagen und macht jede Menge Blödsinn. Also richtig Blödsinn, und dieser Blödsinn bringt manchmal wirklich auch nicht nur sie selber, sondern die anderen in ernsthafte Schwierigkeiten. Ja, Virginia unterhält sich jetzt hier ein bisschen mit dem alten Nachbarn und dann geht sie weiter und überlegt sich so gerade, es war das erste Mal, dass ein Junge sie zu einem Eis eingeladen hat. Es war einfach undenkbar gewesen, das abzulehnen. Immerhin war sie kein Kind mehr. Sie war 13 geworden und wartete nun ungeduldig auf ihren 14. Geburtstag. Selbst ihr Papa sagte, dass sie langsam erwachsen würde. Nur ihre Mama tat so, als brauche sie noch immer die ständige Überwachung durch die Eltern. Sicher war sie doch in der Lage, auch mal etwas allein zu unternehmen. Bestimmt muss sie doch nicht über jeden Schritt Rechenschaft ablegen. Ja, so denkt gerade Virginia, während sie nach Hause geht. Sie hatte beinahe das Tor erreicht, als sie erneut an ihren alten Nachbarn dachte. Ihre Mama hatte eine andere Meinung von Mr. Adamson als die dünkelhafte Trina oder Jenny. Ihre Mama war immer freundlich und nett zu dem alten Mann. Falls sie Virginia das Eis unter den Tisch fallen ließ und einfach nur sagte, sie hätte ein wenig mit Mr. Adamson geplaudert, vielleicht würde ihre Mama ihr ja verzeihen. Diese Idee ließ ihr einen Stein vom Herzen fallen. Also erstmal hat Virginia beschlossen, ihre Mutter anzulügen und nichts vom Eis zu erzählen. Ja, sie kommt nach Hause und versucht und sieht erstmal, oh, alles ist ruhig, keiner da, die Mutter ist wohl nicht zu Hause und versucht in ihr Zimmer erstmal zu schleichen. Ja, natürlich klappt das nicht, weil Clara, die älteste Schwester, ne, also die ist glaube ich 18, war in der Küche beschäftigt. Also Virginia, die hat gerochen, dass da irgendwas gebacken wurde und so und hat noch kurz überlegt, ob sie sich da irgendwas nimmt. Ich glaube, das waren Kekse. Hat sich dagegen entschieden und versucht, in ihr Zimmer zu schleichen. Und dann macht die Tür zu, ertönte eine Stimme aus dem Haus. Clara. Virginia verdrehte die Augen. Gerade war ihr ganzes Plan zunichte gemacht worden. Das habe ich bereits, antwortete sie schnippisch. Fest, ich möchte nicht, dass Fliegen hereinkommen. Sie drehte sich um und versetzte der Tür einen festen Stoß. Der Riegel klickte. Clara hatte recht gehabt, sie war nicht richtig zugewiesen. Sie hatte erst zwei Schritte gemacht, als Claras Stimme erneut ertönte. Und lass die Kekse liegen, du wirst dir nur den Appetit verderben.
Sie schnitt eine Grimasse in die Richtung, aus der die Stimme ertönte, und machte sich auf den Weg zu ihrem Zimmer. Kaum hatte sie den Raum betreten, als ein weiteres Ärgernis auftauchte. »Wo warst du? Du bist spät dran.« Das war Francine. Ja, die kleine Schwester, die hochsensibel, die immer, ja, um andere bedacht ist, immer sich um die anderen Sorgen macht und so weiter und so fort. Und ja, Virginia versucht, die abzuwimmeln. »Ich habe Hausaufgaben zu machen, mach die Tür hinter dir zu.« Aber so leicht ließ sich Francine nicht abspeisen. Sie folgte Virginia in ihr Zimmer und baute sich vor ihr auf. Aus ihren blauen Augen funkelte die Neugier. »Wo bist du gewesen?«, fragte sie erneut. »Mama hat Clara aufgetragen, dir deine Aufgaben zuzuweisen, aber du bist nicht gekommen. Clara musste deine Pflichten mit übernehmen, damit du keinen Ärger bekommst. Also, wo bist du gewesen?« »Ja.« Und dann versucht Virginia irgendwie, Francine wirklich, ja, loszuwerden, und die Kleine fängt schon fast an zu weinen. Ja, Virginia warf ihre Bücher auf ihren Schreibtisch und betrachtete ihre jüngere Schwester. Ein Teil der Wut darüber, dass sie ertappt worden war, ebbte ab. Sie wusste, dass ihre Gefühle nicht gerechtfertigt waren. Clara war nicht übermäßig herrisch, sie war eben die große Schwester. Und jetzt kommen die Gedanken von ihr natürlich so hier. Ich lese es mal kurz vor. Trotzdem war es keine beneidenswerte Position, das mittlere von 5 Kindern zu sein. Clara war die rechte Hand ihrer Mutter, die Erstgeborene ihres Vaters, wie er so oft sagt. Rodney, der Zweite, war Papas erster Sohn und der ganze Stolz ihrer Mutter, weil er so klug und gottesfürchtig war. Rodney war fast zu perfekt, um wahr zu sein, fand Virginia. Wie konnte man mit einer großen Schwester wie Clara, die immer freundlich, immer fleißig und immer hilfsbereit war, und mit einem perfekten großen Bruder mithalten? Einfach unmöglich. Und nach ihr kam Daniel. Daniel mit dem verträubten Augen und dem liebevollen Herzen. Danny, der ständig streuende Hunde und Katzen mit eingerissenen Ohren oder Vögel mit gebrochenen Flügeln mit nach Hause brachte. Und Mama war immer da, um ihm bei der Pflege zu helfen. Und Papa schreinerte ihm einen Käfig oder einen Stall zusammen, der den neuen Patienten während seiner Genesung beherbergte. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, war da auch noch Francine. Francine mit den großen blauen Augen, die so unschuldig bis tief in deine Seele blickten. Francine, die sich mit ihrem Lachen und ihren Scherzen den Weg in das Herz ihres Vaters geschmeichelt hatte. Francine, die kurz nach dem Tod eines anderen Kindes geboren worden war und die Welt ihrer Eltern mit neuem Leben erfüllt hatte. Francine, die wohl immer das Baby der Familie bleiben würde. Virginia fand es nicht fair, dass sie genau in der Mitte kam. Sie, die Einzige in der Familie, die keinen besonders hervorstehenden Wesenszüge mitbekommen hatte, die Einzige, die Einspruch erhob, widersprach und sich gleichzeitig nach Annahme sehnte. Es war einfach nicht gerecht, überhaupt nicht gerecht. Ja, das sind so die Gedanken von diesem Mädchen, das in der Mitte der 5 Kinder zur Welt gekommen ist und überhaupt mit ihrem Platz im Leben nicht zufrieden war, nicht klargekommen ist bis jetzt und irgendwie immer ihren Weg noch am Suchen ist, wo sie denn jetzt tatsächlich hingehört, was sie kann und so weiter. Ne? Und ja, die widerspricht und macht auch Quatsch und vor allem eben, weil die Virginia eben auch immer dazugehören will, hat sie jetzt falsche Freunde, sage ich mal so. Da kann ich auch ein Lied davon singen. Ja. Und so, ja, die Unterhaltung mit Francine, die entpuppt sich jetzt mit so einem kleinen Streit. Virginia will, dass Francine sich aus ihren Sachen raushält. Francine sagt, ja, ich bin aber deine Schwester und ich mache mir Sorgen um dich, und fängt an zu weinen. Ja, und dann irgendwie beschwichtigt Virginia sie und dann kommt das Abendessen. Und beim Abendessen unterhalten sich immer die Eltern, also Belinda und Andy, mit jedem Kind einzeln. Fragen nach dem, wie der Tag war, was es Neues in der Schule gibt. Bei Danny fragen sie nach, wie der jeweilige Schützling von ihm gerade sich entwickelt, wer als nächstes ausgewildert wieder werden kann und so. Ne? Der im Moment hatte einen Wiesel und einen Falken in seiner Obhut, pflegt wieder gesund und solche Sachen. Ne? Unterhält sich mit Clara, wie es denn jetzt so bei ihr geht, was ihr Freund gab es damals nicht, Verehrer, ne, wie es dem geht und so weiter. Bei Rodney wird nachgefragt, wie die letzte Arbeit ausgefallen ist und so weiter und so fort. Und
Und dann hier so kommt ein Teil der Unterhaltung. Die Virginia, die wartet die ganze Zeit immer noch darauf, dass sie auch dran ist und dann aber richtig dran ist, ne? Weil sie ja zu spät gekommen ist, obwohl sie immer noch hofft, dass die Mutter und Vater das nicht mitbekommen haben, weil sie ja gerade nicht da war. Andy hat ja eine Anwaltskanzlei in der Stadt und Belinda, die hilft als Krankenschwester immer noch hier und da kranken Menschen, die Pflege brauchen, ne? Genau hier. Franzine nahm ihre Gabel in die Hand und begann, ihre Erbsen zu essen. Kommt Troy heute Abend früh herüber? Belindas Frage war an Clara gerichtet. Troy ist Claras Verehrer. Er kann nicht. Claras Stimme klang enttäuscht. Sein Vater hat ihn gebeten, ihm bei der Inventur im Geschäft zu helfen. Also der Vater von Troy hat einen Laden. Und wofür sind da die tollen Kekse? Nickte ihr Vater. Virginia sah nur so weit auf, dass sie einen Blick auf Claras Gesicht erhaschen konnte. Sie erröterte leicht. Ich dachte, ich könnte vielleicht gegen 9 ein paar Kekse ins Geschäft bringen. Um diese Zeit hat er immer Hunger und sein Vater auch. Bekommen wir denn keine ab? Fragte Danny. Ihr bekommt euren Anteil. Keine Angst, ich habe bereits einen Teller für den Nachtisch bereitgestellt. Oh, stöhnte Virginia innerlich. Jetzt bin ich an der Reihe. Sie haben mit Danny, Rodney, Franzine und Clara gesprochen. Nur mit mir noch nicht. Jetzt kommt's. Ja. Kommt's aber erstmal nicht. Irgendwie wird Virginia wohl ein bisschen, ja, diesmal übersprungen erstmal eine Zeit lang. Und dann wird wieder mit Franzine ein bisschen geredet und so. Und dann ist das Abendessen eigentlich, also hier. Warum spielten die beiden so lang Katz und Maus mit mir? Freuten sie sich an ihrer Qual? Hast du heute Abend viele Hausaufgaben? Diese Frage war an sie gerichtet. Sie wusste es auch, ohne dass sie aufsah. Sie nickte. Dann überlegte sie es sich anders und schüttelte den Kopf. Nein, wenn sie ehrlich war, hatte sie nicht viele Hausaufgaben. Mr. Adamson sagte, dass du auf dem Heimweg bei ihm stehen geblieben bist, um ein wenig mit ihm zu plaudern, meinte ihre Mutter. Er sagt, er würde sich immer über deine kleinen Besuche freuen. Er hat auch gesagt, dass Virginia spürte, wie die Furcht in ihr hochkroch. Sie hielt die Luft an. Jetzt kommt's. Dass du ihn ermahnt hast, er solle seine alten Knie schonen. Er meint, du würdest sicher mal eine gute Krankenschwester. Erleichtert ließ Virginia die Luft entweichen. Das habe ich auch schon oft gedacht, warf ihr Vater ein. Virginia schüttelte den Kopf, sie wollte nicht Krankenschwester werden. Naja, du hast ja noch viel Zeit, um darüber nachzudenken, fuhr ihre Mutter fort. Sehr viel Zeit, stimmte ihr Vater zu. Sie halten mich noch immer für ein Kind, rebellierte Virginia innerlich. Und sie glauben, dass ich nicht wüsste, was ich wollte. Sie denken, sie müsste für mich entscheiden. Naja. Okay, der Rest des Abends verlief wohl nicht ganz so gut. Virginia zerbrach beim Spülen eine Tasse. Dann verschüttete sie den Tee und hat auch den Saum ihres Kleides nass gemacht und so weiter. Also das war nicht so guter Tag gewesen, weil sie eben auch schlechtes Gewissen hatte. Und ja, gibt's zu, ne? Wenn man schlechtes Gewissen hat, dann denkt man immer wieder daran, ist man abgelenkt und dann läuft natürlich vieles schief. Ja, dann gehen die Eltern mit Danny raus und entlassen den Wiesel. Und ja, aber das hat ihr alles nicht Ruhe gelassen, ne? Ihr schlechtes Gewissen, sodass als alle schlafen gegangen sind oder die Kinder wenigstens in ihre Zimmer jetzt gegangen sind, Virginia einfach nicht anders konnte. Sie ist einfach nach unten gegangen und ihre Mutter saß noch im Wohnzimmer. Mama, Virginia stand in der Tür. Ihre Mutter sah von dem Buch in ihrer Hand auf. Virginia, ich dachte, du würdest schon schlafen. Ich konnte nicht einschlafen. Ihre Mutter legte das Buch beiseite und klopfte auf den Platz neben sich auf der Couch. Stimmt was nicht? Ein Augenblick lang zuckte das junge Mädchen zurück. Der Tonfall ihrer Mutter und die kleine Geste zeigten ihr, dass sie aufgefordert wurde, ihr Herz zu öffnen. Gleichzeitig wusste sie auch, dass Jenny bei dieser Vorstellung verächtlich schnauben würde. Müttern durfte man nicht trauen. Doch die Jahre, die sie in einem liebevollen Heim aufgewachsen war, halfen ihr, das Zögern zu überwinden. Sie ging zur Couch und setzte sich neben ihrer Mutter. »Wo ist Papa?«, fragte sie, nur um etwas zu sagen. Er ist in seinem Arbeitszimmer vor der Gerichtsverhandlung. Morgen hat er noch ein wenig zu tun. Ja, dann reden sie erstmal über Papas Arbeit ein bisschen, dass Papa einen neuen Fall hat und die Virginia fragt, ob der jetzt gewinnen wird. Und die Mutter meinte, ja, er weiß ja, was
passiert ist und so, dass die Beweise vorliegen und so weiter und so fort. Und dann fragt die Mutter einfach gerade heraus, und was macht ihr zu schaffen? Dieser Frage konnte Virginia nun nicht mehr ausweichen. Ihre Mutter wusste, dass sie etwas beschäftigte. Ihre Mutter wusste immer alles. Ich habe mich mit Mr. Adamson unterhalten. Ja, das hat er mir erzählt. Sie lächelte sie an. Ich freue mich, dass du dann und wann mit ihm sprichst. Er ist sehr einsam. Ich kam zu spät aus der Schule. Dieses Eingeständnis klingt zwischen ihnen. Ihre Mutter wartete. Ich war schon zu spät dran, bevor ich mich mit Mr. Adamson unterhalten habe. Ja, ich weiß. Und ich war sehr enttäuscht, dass du mir nicht gehorcht hast, sagte sie leise. Du hast es gewusst? Woher? Ich bin an der Milchbar vorbeigekommen, als du und deine Freunde dort euer Eis gegessen habt. Aber wie? Warum? Sie brachte die Frage nicht über die Lippen. Warum ich da keine Erklärung von dir verlangt habe? Virginia nickte. Dein Vater und ich sind zusammen nach Hause gegangen und haben darüber gesprochen. Wir machen uns große Sorgen um deine momentane Haltung. Wir wissen auch nicht, wie wir uns dir gegenüber verhalten sollen. Wir haben es mit Strafe versucht, mit Verboten, haben dir Privilegien vorenthalten, zusätzliche Pflicht im Haushalt aufgetragen. Aber das alles schien dich nur noch widerspenstiger zu machen. Ich wollte eigentlich morgen mal mit Oma sprechen und sie um Rat bitten. Oma ist es Marty, ne? Und sie hat ihre Kinder ja auch streng erzogen. Und irgendwie will Virginia bei Oma ja immer gut dastehen. Ne? Die ist eine der Jüngsten und so. Und für sie ist es ganz schlimm, wenn Mama und Papa mit Oma über ihr schlechtes Verhalten reden. Virginia hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Nicht das. Ihr Ungehorsam sollte nicht mit Oma besprochen werden. Was würde sie denken? Ne, also das ist für sie richtig schlimm. Bitte, bitte nicht, hörte sie sich mit zitternder Stimme betteln. Ich werde es nicht wieder tun. Ich verspreche es. Ich werde sofort nach der Schule nach Hause kommen. Und dann sagt ihre Mutter, Virginia, wir lieben dich. Wir möchten, dass du keine schmerzlichen Narben von Fehlern aus der Jugendzeit davonträgst. Ich weiß, dass das für dich ganz wichtig ist, mit deinen Freunden zusammen zu sein, um Unabhängigkeit zu lernen und erwachsen zu werden. Aber Papa und ich, wir machen uns Sorgen. Wir haben Angst, dass du vielleicht versuchst, zu schnell erwachsen zu werden. Dass du dir vielleicht, naja, nicht gerade schlechte Freunde, aber ebenfalls noch sehr junge Freunde ausgesucht hast. Dass sie dich vielleicht ermutigen, Entscheidungen zu treffen, die du später bereuen wirst. Verstehst du? Virginia dachte lange und angestrengt nach, bevor sie langsam nickte. Die ruhige Stimme ihrer Mutter verscheuchte ihre Sorgen und ihre Worte klangen so logisch, sogar akzeptabel. Sie nickte langsam. Wir verlangen doch nicht mehr, als dass du dich an die Regeln hältst. Ist das wirklich so schwer? Ihr merkt, ne, wie liebevoll, fürsorglich, aber trotzdem auch streng und konsequent die Belinda und Andy ihre Kinder erziehen. Sie wollen nur das Beste für ihre Kinder, wie eigentlich, denke ich mal, alle Eltern. Also ich möchte auch nur das Beste für meine Kinder. Du hast deine Pflicht im Haushalt zu erledigen und sie nicht mit an Clara abzuschieben. Ihre Mutter wusste also, dass sie ihre Hausarbeit nicht getan hat. Dein Fehlverhalten wirkt sich auf unsere ganze Familie aus. Franzin ist vor Sorge, du könntest bestraft werden, beinahe krank geworden. Also auch Franzin. Ihre Mutter wusste sogar das. Virginia schluckte schwer und nickte erneut. Werde ich denn? Fragte sie schließlich. Wirst du was? Bestraft? Es fiel ihr schwer, die Worte auszusprechen. Ja? Ja, ich denke schon. Du warst ungehorsam, du kennst unsere Familienregel. Ungehorsam hat Konsequenzen, richtig? Virginia schluckte erneut. Es war dumm gewesen anzunehmen, sie würde ohne Strafe davonkommen. Und was wird das sein? Fragte sie, als ihre Mutter schwieg. Ich weiß es wirklich noch nicht. Dein Vater und ich sind uns noch nicht einig darüber. Was denkst du denn? Virginia runzelte die Stirn. Ich weiß nicht. Vielleicht, sie konnte nicht richtig denken. Keinesfalls war sie bereit, sich eine harte Strafe aufzuerlegen. Aber auf der anderen Seite durfte sie auch nicht zu lasch sein. Die Strafe musste dem Vergehen angepasst sein, wie ihr Vater, der Rechtsanwalt, oft sagte. Er hatte versucht, dieses Prinzip auch in seiner Familie zu praktizieren. Eine geringe Strafe für ein in den Augen ihrer Eltern schweres Vergehen vorzuschlagen, wäre, als würde sie zugeben, dass sie für eine vernünftige Einschätzung noch nicht reif genug war. Ich weiß es wirklich nicht, meinte sie schließlich lahm. Ja, das ist auch nicht leicht, gab ihre Mutter zu.
Es macht uns keine Freude, die eigenen Kinder zu bestrafen. Sie zögerte, dann fuhr sie fort. Aber ich bin sehr froh, dass du zu mir gekommen bist und gebeichtet hast. Dein Vater wird das auch so empfinden. Das wird die Strafe abmildern, wenn auch nicht aufheben. Virginia nickte. Sie wollte weinen, aber dafür war sie nun wirklich schon zu alt. Trotzdem, wie schön wäre es, wenn sie jetzt sich in die Arme ihrer Mutter flüchten und an ihrer Schulter weinen könnte. Ja, und dann, sie macht sich ja immer noch Sorgen, ne? Du wirst doch nicht mit Oma sprechen, oder? Sie musste diese Frage einfach stellen. Du möchtest nicht, dass ich mit Oma rede? Virginia schüttelte den Kopf. Ihre Mutter schien einen Augenblick darüber nachzudenken, dann nickte sie. Also gut, ich werde nicht mit Oma darüber sprechen, dieses Mal. Dann sagt Belinda ihr, du sollst jetzt ins Bett gehen, gute Nacht. Virginia nickt und will gerade gehen und dann an der Tür drehte sie sich noch einmal um. Mama, sie zögerte, sie spürte, wie die Tränen wieder in ihr hochstiegen und dachte an Francine und ihre ungewöhnliche Fähigkeiten zu weinen. Sie unterdrückte die Tränen und schob leicht ihr Kinn vor. Ihre Mutter hob den Blick vor dem Buch, das sie wieder zur Hand genommen hatte. Sie wartete. Es tut mir leid. Virginia sprach mit stockender Stimme. Unendliche Erleichterung war auf dem Gesicht ihrer Mutter zu erkennen. Dann machte sich ein Lächeln breit. Oh, ich bin so froh, das von dir zu hören. Ich fürchtete schon, diese Worte würden nie kommen. Als Virginia sich abwandte, überlegte sie, ob ihre Mutter sich die Tränen abgewischt hatte. Ja, das ist jetzt, ich habe wieder nur einen kleinen Teil. Ich habe eigentlich vorgehabt, ein bisschen mehr zu erzählen und vorzulesen, aber mehr zu erzählen, jetzt habe ich mir vorgelesen. Ich wollte euch nur mit diesem, ja, das sind nur ein paar Seiten gewesen, was ich euch erzählt habe, wollte ich euch zeigen, wie Belinda und Andy ihre Kinder erziehen, wie es da zugeht in der Familie, ne? Dass sie strenge, aber auch sehr liebevolle Eltern sind, die immer wirklich daran bedacht sind, ja, konsequent zu sein, aber auch gerecht. Ne? Auch gerecht, auf jeden Fall gerecht, dass sie jetzt nicht ein Kind mehr bestrafen, das andere weniger für die gleichen Sachen und so weiter. Und Virginia, die ist sehr widerspenstig. Die wird auch häufiger bestraft als die anderen, weil sie einfach häufiger die Regeln missachtet, sich widersetzt und ja, was falsch macht. Ne? Wie jetzt hier auch wieder, ne? Nicht rechtzeitig nach Hause. Es ist ja nicht so, dass die Kinder zu Hause eingesperrt werden und nichts machen dürfen, nichts unternehmen dürfen. Aber, das habe ich meinen Kindern auch immer gesagt, als erstes nach der Schule nach Hause. Dann werden die Hausaufgaben erledigt, Hausarbeit, die anfällt, auf jeden Fall erstmal Mittagessen und so weiter und so fort. Ne? Und dann dürfen sie natürlich auch ihre eigenen Sachen machen, mit ihren Freunden sich treffen, was weiß ich, was die so, ne? Auf jeden Fall spielen und so. Ne? Und so ist es bei denen auch. Und Virginia, die macht es halt häufig so, dass sie, vor allem seit die Jenny da ist in der Stadt, in ihrer Klasse, die sie dann anstiftet, nach der Schule was zu unternehmen, anstatt nach Hause zu gehen. Denn Jennys Vater ist das wurscht, ob die Jenny nach Hause kommt oder nicht nach der Schule, was die macht, wo sie sich rumtreibt, so ja grob gesagt. Der ist den ganzen Tag beschäftigt, solange sie abends zu Hause ist, zur Zeit, wo es ins Bett geht, ne, ist es ihm eigentlich wurscht. Und vor allem, solange dann sein Abendessen irgendwie da jetzt auf dem Tisch dann steht und so. Und das ist aber bei Virginias Eltern nicht der Fall. Ne? Die Kinder, die müssen nach der Schule als erstes nach Hause kommen und ja, ihre Sachen erledigen, bevor sie dann, ja, wie ich auch schon immer sage, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Meine Kinder versuchen zwar auch immer wieder, das umzugehen, aber naja, ich bin da leider nicht ganz so konsequent wie Belinda und Andy, aber ich versuche es, ja. Und die Jenny, die versucht auch weiterhin immer wieder Unruhe zu stiften. Jetzt hier, nächste Tag, die versucht jetzt wieder Virginia dazu zu bringen, mitzukommen. Die Jungen gehen nach der Schule zum Fluss. Diese Botschaft war Virginia auf ein kleines Stück Papier zusammen mit einem Radiergummi zugesteckt worden. Also die Jenny, die verletzt auch die Regeln in der Schule. Sie, ja, ist abgelenkt, sie macht nicht das, was die soll, ne, der Lehrerin zuhören oder irgendwas schreiben, sondern sie versucht jetzt auch Virginia abzulenken mit ihren Ideen, dass sie jetzt mit den anderen
Jugendlichen oder Kindern, für mich sind es noch Kinder, zum Fluss gehen wollen. Es ist Frühling, der Fluss ist zum Teil noch nicht ganz frei, da sind noch Eisschollen drauf und hat Hochwasser auch und so, ne, durch den schmelzenden Schnee. Und das macht natürlich den Kindern Spaß, da auf den angeschwemmten Baumstämmen zu spielen, rumzuspringen und so weiter. Ja, Virginia will natürlich einerseits mitgehen, andererseits weiß sie ganz genau, sie ist gestern zu spät nach Hause gekommen, wenn sie heute das nochmal macht. Dann gibt es aber richtig Ärger. Ne? Und das sagt sie dann auch ihrer Freundin, schreibt auch auf ein Zettelchen, gibt es zurück. Nein, ich kann nicht mitkommen und so. Dann schreibt Jenny noch einen Zettel. Ja, dann so von wegen, du bist eine Spaßbremse. Also Jenny wird richtig sauer. Jetzt hier, genau. Was ist los? Kommst du mit oder nicht? Der Zettel schien ihre Finger zu verbrennen. Also Virginia hat wieder den nächsten Zettel in der Hand. Sie musste ihrer Freundin jetzt eine Antwort geben, aber sie vermied es, sich Jennys Blick auszusetzen. Jenny konnte sehr unangenehm werden, wenn etwas nicht so lief, wie sie sich das vorstellte. Ja, Jenny ist so ein richtiger Wirbelwind, richtig energisch und vor allem aber auch manchmal richtig fies. Unmerklich schüttelte Virginia den Kopf, als sie den Radiergummi über den Gang zurückreichte. Nur ganz kurz sah sie Jenny an, deren grüne Augen funkelten empört. Virginia wandte sich wieder ihrer Aufgabe zu und ihr Magen krampfte sich noch mehr zusammen. Ja, und so geht es immer hin und her. Und dann kommt nächste Zettel und vielleicht sollte ich mir eine neue Freundin suchen, lautete die Botschaft. Ja, Virginia bekommt Magenschmerzen dadurch, weil sie will unbedingt weiter mit dieser Jenny befreundet bleiben und in die Clique gehören. Ja, auf jeden Fall entscheidet sich jetzt Virginia für das Richtige diesmal. Schreibt sie dann, heute Abend kann ich nicht, frag mich ein anderes Mal. Ne? Und die nimmt es in Kauf, dass die Jenny richtig sauer ist auf sie und so. Ne? Und ja, nimmt das in Kauf und das passiert dann auch natürlich. Mehrere Tage wird Virginia erstmal ignoriert von ihrer Clique. Die Jungs, die gehen mit ein paar anderen Mädchen, also vor allem eben diese Jenny, die gehen an den Fluss, aber noch passiert nichts. Das kommt noch anders. Ja, aber was demnächst passiert, auf jeden Fall erstmal trifft Virginia die richtige Entscheidung, die geht nicht mit der Clique zum Fluss, geht nach Hause, erledigt ihre Aufgaben, macht Hausaufgaben, aber dabei ist sie so schlecht drauf, weil sie weiß, dass die Jenny und die anderen sie jetzt auslachen, nicht mit ihr, ja, sie erstmal ignorieren, nicht mit ihr sprechen und so. Und auch, ja, das Wort Mobbing fällt natürlich im Buch nicht. Ne, aber es ist eben das, was es bedeutet. Die hänseln sie so richtig, die machen ihre Späßchen auf ihre Kosten, ne, auf Virginias Kosten und ja, triezen sie, wie die Kinder in dem Alter halt so sind. Ne? So, ihr Lieben, jetzt habe ich lang genug erzählt und vorgelesen. War ein bisschen anders geplant, aber das war jetzt mir irgendwie wichtig. Das wollte ich euch dann eben auch deswegen ein bisschen mehr vorlesen. Ja, das war jetzt nur so ein kurzer Einblick ins Familienleben von Virginia oder von Belinda und ihren 5 Kindern, wie die Erziehung da so läuft, weil es wird immer wieder vorkommen, solche Gespräche und auch Bestrafungen. Ich sag Bestrafungen. Virginia musste jetzt eine Woche lang abspülen nach dem Essen. Nicht abwechselnd die Kinder, sondern nur Virginia. Ja, okay, für Virginia ist das natürlich große Strafe. Ja, aber so ist das nämlich, weil in den nächsten Kapiteln wird das noch ein paar Mal vorkommen, dass Virginia gegen die Regeln verstößt, dass irgendwas Schlimmes passiert, auch in der Stadt, eben mit dem Fluss und so, ne? Und da kommt auch Jenny ganz oft vor bei solchen Geschichten. Aber ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, das kommt alles noch. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Wir haben jetzt gesehen, wie Belinda und Andy ihre Kinder erziehen und so. Und ich hoffe, dieses Video oder dieser Teil von der Buchreihe hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer Daumen hoch, abonnieren, wer mag. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende oder restliches Wochenende. Und ja, bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben. Oh, ich habe heute meine Brille gar nicht aufgesetzt gehabt. Voll vergessen, merke ich gerade. Tschüss.